Hallo ihr Lieben! In den letzten Wochen haben sich die Nachfragen nach dem Wingold-Futterspender immer mehr gehäuft. Ihr habt mich gefragt, was ist das für ein Ding, was kann das? Ich war ja unter anderem auch in Österreich auf der Messe und habe da in der Insta-Story relativ viel berichtet. Und ich dachte mir, ich drehe heute einfach mal ein schnelles Erklärvideo für euch. Und zwar aus zwei Gründen. Manche können nicht glauben, dass die Pferde das wirklich super schnell lernen. Und deshalb habe ich die Kobi an meiner Seite, weil die kennt den Wingold-Futterspender noch nicht. Ich habe euch auf Insta immer mal Videos von Kanto gezeigt und er steht ja total da drauf. Aber die junge Dame, die hat noch nie damit gespielt und wir gucken heute mal, wie sie es findet und wie schnell sie das Ganze versteht. Außerdem kam das Feedback von euch, dass ihr den Futterspender relativ teuer findet. Ja, er ist nicht ganz günstig. Ich finde den Preis ehrlich gesagt aber sehr angemessen, weil er sehr, sehr solide gefertigt ist. Da werde ich gleich auch noch was zu erzählen. Aber ich habe gute Nachrichten. Ich konnte mit Wingold einen speziellen Deal aushandeln. Und zwar wird es eine limitierte Anzahl an Ponyliebe-Futterspendern geben. Deshalb liegen hier auch schon die Bänder in den anderen Farben. Daran werdet ihr die nämlich erkennen. Außerdem bekommt ihr noch einen Schlüsselanhänger geschenkt und eine Autogrammkarte. Und das Beste, der Futterspender und auch der Apfelspender sind jeweils 30 Euro günstiger. Also da lohnt sich schnell sein. Das verlinke ich euch alles unten in der Infobox. Aber jetzt möchte ich euch erstmal erzählen, warum ich den Futterspender und auch den Apfelspender so toll finde. Als erstes ist mir eines ganz, ganz wichtig loszuwerden. Es gab einige kritische Stimmen, die gesagt haben, ja toll, man sperrt das Pferd den ganzen Tag in die Box und dann kriegt es halt so ein Spielzeug. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ich halte absolut nichts davon, die Pferde den ganzen Tag in die Box zu sperren und noch viel weniger halte ich davon, ihnen dann ein Spielzeug zu geben, damit es ihnen besser geht. Das ist absoluter Quatsch und ehrlich gesagt auch so ein bisschen verdrehte Realität bzw. absichtlich falsch verstanden. Zum einen funktioniert der Futterspender nicht nur in der Box, man kann ihn zum Beispiel auch im Offenstall aufhängen und zum anderen sehe ich ihn vielmehr als Ergänzung. Gerade jetzt in der Krankheitsphase von Kanto war ich einfach super froh, was zu haben, was ihn einfach noch ein bisschen mehr beschäftigt. Ich habe Heunetze aufgehangen, statt Heu vom Boden zu füttern und habe einfach versucht, ihn mit Klickertraining bei Laune zu halten und der Futterspender war da einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, ihm zusätzlich einfach auch noch einige Zeit am Tag irgendwie sinnvoll zu vertreiben, damit er sich nicht langweilt. Es gibt einige Krankheiten, Vorfälle, wo ein Tier einfach Boxenruhe verschrieben bekommen hat, wo der Tierarzt sagt, okay, das Pferd darf nicht raus oder nur für ein paar Minuten Schritt am Tag und in solchen Fällen finde ich es einfach total legitim, seinem Pferd alles Mögliche zu bieten, damit es einfach keine Langeweile hat oder zumindest ein bisschen weniger Langeweile. Aber auch im normalen Alltag bin ich ein großer Fan von dem Futterspender. Ich habe ehrlich gesagt den Apfelspender noch gar nicht ausprobiert, weil ich einfach mit dem Futterspender super happy bin. Bei Kanto funktioniert das total toll. Auch so eine Frage, die sehr oft kam, nein, er rappelt nicht den ganzen Tag daran rum. Also sobald ich das Ding befülle, ist er on fire. Er weiß das, was drin ist und dann wird ordentlich damit gespielt. Und er zupft auch sonst, wenn er leer ist, immer mal wieder daran. Aber es ist nicht so, dass er den ganzen Tag das Ding bearbeitet und hofft, dass da was rausfällt. Also er kann das schon sehr, sehr gut unterscheiden. Okay, wann ist da was drin? Wann lohnt es sich, damit zu spielen? Und in der Zwischenzeit zupft er halt immer mal so dran, aber nicht irgendwie, dass er total rabiat ist. Und glaubt mir, Kanto kann rabiat sein. Aber selbst er hat sehr schnell verstanden, so, okay, ich muss das Ding nicht umbringen. Wenn was drin ist, dann reicht es auch, das sanft zu bearbeiten. Das Gute ist aber, auch falls ein Pferd mal ein bisschen rabiater ist, die Dinger können das wirklich ab. Ich denke, ihr könnt das sehen, die sind super solide aus Holz gefertigt und zwar aus Lindenholz und die Klöppel sind aus Hainbuche. Und ihr seht das, man kann daran ziehen, mir fällt das ein bisschen schwer, wobei man das auch einstellen kann, wie schwer das ist. Und man sieht hier so Seile, so Taue und die sind aus dem Segelsport. Das heißt, man kann die Klöppel mit einer Zugkraft von 500 Kilogramm belasten. Und ganz ehrlich, das kriegt kein Pferd der Welt hin. Das heißt, das hier wird nicht kaputt gehen. Natürlich kauen die Pferde so ein bisschen auf den Klöppeln rum und deshalb kann man die auch austauschen. Kanto hat den Futterspender jetzt aber, ich glaube, schon fast 4, 5 Monate bei sich in der Box. Und ja, die Klöppel sehen ein bisschen abgekaut aus, aber ich hatte bisher nicht das Bedürfnis, sie auszutauschen, weil sie noch perfekt funktionieren. Aber für den Fall der Fälle kann man die auch austauschen. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass man einstellen kann, wie schwer bzw. wie leicht das Futter rausfällt. Also wie viel Aufwand muss das Pferd betreiben und wie stark muss es an den Klöppeln spielen, bis Futter rausfällt. Im Innern des Futterspenders kann man das ganz leicht umstecken und damit dann selber entscheiden, wie schwer es das Pferd denn haben soll, ob es schon wirklich energisch daran ziehen und zupfen muss oder ob es zum Beispiel auch reicht,
wenn das Pferd mit der Nase daran rumspielt. Das System innen drin ist im Prinzip so, dass das Futter von oben nach unten runterfällt. Das heißt, rein theoretisch muss das Pferd erst hier dran ziehen, dann da dran ziehen, dann da dran ziehen. Die meisten Pferde spielen aber sowieso so ein bisschen Klavier damit und dann bröselt auch schon Futter raus. Am Anfang sollte man das Ganze nicht zu schwer machen, damit die Pferde einfach super schnell ein Erfolgserlebnis haben und verstehen, dass sie eben an diesen Klöppel spielen und zupfen müssen, um an ihr Futter ranzukommen. Insgesamt passen hier 2 Kilogramm Futter rein und der Futterspender ist für streufähiges Futter gedacht, sprich zum Beispiel gewalzten Hafer oder anderes Kraftfutter, was einfach rieselfähig ist. Ich würde absolut davon abraten, da irgendwie Karottenstücke oder Apfelstücke reinzutun. Die würden zwar wahrscheinlich dann irgendwann auch rausfallen, aber wenn da Reste drin bleiben und die irgendwie schimmeln und vergammeln und irgendwann kommt das Pferd da doch dran, das halte ich für keine gute Idee. Aber ihr könnt Kraftfutter reinpacken, Hafer reinpacken, was euch einfällt. Für den Kanto zum Beispiel habe ich auch das Alpengrün-Müsli da reingemacht von Agrops und das hat auch super gut funktioniert. In den Apfelspender bekommt ihr bis zu 5 Äpfel rein. Ihr könnt aber auch nur einen Apfel reintun und ihr könnt dann bei dem Apfelspender entscheiden, ob ihr ihn oben reintut und dann schon so ein bisschen runterlasst, dass das Pferd das leichter hat. Das bietet sich am Anfang an. Ihr könnt dann aber eben auch 5 Äpfel reintun und das Pferd kann sich die dann nach und nach runterlassen, damit spielen und bekommt immer eine kleine Belohnung. Alle Infos, wo ihr die Futterspender und die Apfelspender Ponyliebe Edition bestellen könnt, die packe ich euch unten rein in die Infobox. Da findet ihr auch die Preise und eben den Rabattcode, mit dem ihr dann diese Preise bei Wingold auf der Seite bekommen könnt. Was mir gerade auch noch einfällt, ihr seht hier diese Spanngurte und da unten die in meiner Farbe. Damit kann man das Ganze befestigen. Bei Kobe habe ich jetzt zum Beispiel keine Möglichkeit, das richtig gut zu befestigen. Deshalb könnte man dann auch die Konsole nehmen, die kann man mitbestellen und kann das Ganze dann einfach an die Wand dran bohren. Ich werde heute zum Zeigen das Ganze bei Kobe hier aber an die Tür dran machen, mit einem improvisierten Trog, damit ihr das einfach mal seht und damit ich das gut filmen kann. Und da muss ich einfach mal schauen, dass ich in den nächsten 2-3 Wochen das Ganze so befestige, dass sie das eben auch dauerhaft hat. So ihr Lieben, viel erklärt. Ich würde vorschlagen, wir zeigen der Kobe-Maus jetzt mal ihren neuen Futterspender und gucken mal, was sie dazu sagt.